Guten Morgen, es ist Freitag um 11. Ich habe hier schon das ganze Haus geputzt, außer die erste Etage unten, aber zweite und letzte Etage hier sind sauber und drücke mich gerade so ein bisschen davor, mein Workout zu machen. Wie ihr wisst, mache ich ja gerade diese Chloe T Challenge. Habe jetzt 2 Wochen um, jetzt mittlerweile sogar die dritte. Gestern ist die dritte zu Ende gegangen. Dann mache, wie gesagt, jeden Tag ein Workout und muss mich gerade motivieren, heute noch eins zu machen. Ich habe mich schon wieder extra in Sportklamotten hier angezogen. Mache ich morgens immer, damit ich keine Ausrede habe, das nicht machen zu können. Und ja, bevor jetzt gleich Steph von der Arbeit kommt, der kommt meistens dann um 12, muss ich noch ganz schnell das Workout machen. Ich habe nämlich heute noch nichts gegessen. Und nach dem Essen tue ich mir noch schwerer damit, das zu machen. Deswegen, ja, Motivation. Schakka. Wir schaffen das. Ich habe mir auch eine zweite Waage dazu geholt gestern. Die gab es im Angebot für 30 Euro von Beura. Ist eine deutsche Marke, kannte ich aber vorher nicht. Sonst hatte ich immer die. Die misst einfach nur das Gewicht. Und jetzt habe ich halt die dazu geholt. Die misst Körperfett, Wasser, Knochen, Muskeln, den BMI zeigt sie an und wie viel Kalorien man, also der Grundumsatz an Kalorien. Ich muss mich da erstmal noch so ein bisschen reinfuchsen, weil mir die ganzen Angaben noch nicht so viel sagen. Und ich weiß auch nicht, ob die jetzt so genau ist für 30 Euro. Aber damit ich mal so einen Vergleich habe oder so einen ungefähren, ob sich da überhaupt was tut an meinen Werten. Gerade weil sich ja an meinem Gewicht nicht so viel tut. Also ich habe ja das Problem, dass ich an Zentimetern verliere. Das heißt, ich nehme wohl an Speck ab. Hoffe, dass es Speck ist. Aber mein Gewicht bleibt ziemlich gleich. Und jetzt mache ich zusätzlich noch dieses Intermittent Fasting, dass ich bis mittags nicht esse und dann am ganzen Tag ja, ganz normal weiter esse. Bis um 8, 20 Uhr abends, also bis um 8. Und dann von 8 bis morgens, mittags um 12 halt wieder nichts. Und damit klappt es eigentlich jetzt ganz gut. Also ich habe jetzt in den 2 Tagen, wo ich das mache, jetzt heute ist der dritte Tag, habe ich jetzt heute schon 1,5 Kilo weniger, was bei mir halt echt unglaublich schwierig ist, dass ich Gewicht verliere. Alle, die meine Videos hier kennen und die mich so ein bisschen auf Instagram verfolgen, die haben das schon mitbekommen, dass ich einfach null an Gewicht verliere. Und jetzt habe ich so das Gefühl, dass mit diesem Intermittent Fasting und Sport zusätzlich sich da so ein bisschen was tut. Deswegen wollte ich halt eben auch so eine Waage, die mir die Werte anzeigt, weil vielleicht Werte interessanter sind als immer nur so eine scheiß Zahl vom Gewicht. Was ich ein bisschen komisch finde bei der Waage ist, ich habe laut dieser Waage 57% Muskelmasse. Das ist viel zu viel. Also, die haben da auch so ein Büchlein zugelegt mit so Tabellen, wo sich Männer und Frauen so im Durchschnitt befinden. Und selbst Männer sind mit über 30 bis 40% schon sehr, sehr, sehr muskulös. Das kann also, glaube ich, nicht so richtig sein. Auf jeden Fall bin ich bei allen Werten entweder im guten Bereich oder im schlechten Bereich. Also es ist viel zu hoch. Also mein Körperfettanteil ist laut dieser Waage zu hoch. Das Wasser ist im guten Bereich. Mein BMI ist zu hoch. Grundumsatz habe ich angeblich 1900 Kalorien laut dieser Waage. Deswegen, also ich nehme diese Messwerte jetzt nicht so ernst, aber ich möchte wissen, ob die runtergehen, also ob ich mich verbessere. Jetzt mache ich das Workout, weil sonst kommt gleich wieder Steph und gibt es wieder nichts zu essen. Thank you.
Zeit geschafft. Das fühlt sich immer so gut an, wenn man es hinter sich gebracht hat, weil Spaß machen tut es nicht. Oh Gott. Ich mache immer nur dasselbe, also fast immer nur das Gleiche. Ich verlinke es euch in der Infobox. Und ja, das sind 13 Minuten, einmal pro Tag. Sollte voll klar gehen, aber sich aufzuraffen, das ist immer das Schwere. Aber wenn diese 13 Minuten vorbei sind, das fühlt sich so gut an. Also ich kann es jedem nur empfehlen. Einmal Arschbacken zusammenkneifen, Schweinehund besiegen und sich danach fühlen wie der King. Mein Freund hat gerade angerufen, er kommt nicht zum Essen. Das finde ich immer ganz gut, weil dann ja, nimmt mir das schon mal das Kochen weg. Dann muss ich mir jetzt selber nur ein bisschen was machen. Das ist aber lange nicht so aufwendig wie das, was ich immer für ihn mache. Weil der braucht immer so Kohlenhydrate, der arbeitet halt auf dem Bau, ne? Der braucht halt die Kalorien. Und dann, ja, dann tue ich mir auch immer damit schwer, dass ich von seinem Essen dann nicht esse, sondern dann bei meinem Salat oder Low Carb bleibe. Aber anderes Thema jetzt. Hier gewähre ich euch mal einen kleinen Einblick in meinen Putzschrank bzw. Putzregal. Wir haben keine Schranktür davor. Ich wollte nämlich gleich mein Kleid färben und bin mir noch nicht sicher, welche Farbe. Ich hätte hier einmal so ein Fuchsia, so ein Knallpink. Schwarz wird es, glaube ich, nicht. Das habe ich mir letztens geholt. Ich glaube, ich nehme auch das. Da diese Farbe spricht mich gerade irgendwie an für den Sommer. Aber eigentlich wollte ich Olivgrün. Jetzt bin ich mir so ein bisschen unschlüssig, welche ich wähle. Aber ich glaube, es wird blau. Und dann habe ich vor, das so zu färben, wie ich schon mal ein Kleid gefärbt habe, wo ich auch viele Komplimente für bekomme, wo ich das Kleid habe, weil es so schön gefärbt ist. Dies hier. Das war komplett weiß und ich habe es dann halt unten etwas doller gefärbt und habe es dann so langsam nach und nach rausgezogen. Ja, und das sieht jetzt dementsprechend aus. Und ich habe mir letztens bei der, mit dem Asos Haul, da habe ich ja nochmal so ein weißes Kleid geholt, beziehungsweise zwei. Eins aus Baumwolle und eins aus, ich weiß gar nicht mehr. Ich muss mal gucken, ob das mit beiden Stoffen klappt. Auf jeden Fall habe ich das, habe ich vor, das nochmal so zu machen, weil die weißen Kleider unten auch so ein bisschen durchsichtig sind und mit der Farbe, dass das ein bisschen deckender ist. Ich bin gerade noch voll am Schwitzen, ist aber egal. Ich wollte euch noch was zeigen und zwar hier in Tinys Zimmer. Ich habe ja letztens, die mir auf Instagram folgen, ich kann es nur nochmal betonen, holt euch Instagram und folgt mir. Ich habe Sachen zugeschickt bekommen von der Firma Lefje. Die sitzt in Münster. Ich komme ja auch aus Münster, ist ja meine Heimatstadt und bin dann nach Frankreich ausgewandert. Aber ich habe mich sehr gefreut und die haben mir Sachen zugeschickt. So süße Sachen. Alles aus Baumwolle und Leinen. Die haben auch einige Sachen aus Kaschmir. Wirklich nur so ganz, ganz hochwertige Stoffe und mega krass verarbeitet. Also ganz kuschelweich und die Nähte. Ach, ihr müsst den Stoff fühlen. Das ist wirklich Qualitätskleidung. Hier so ein kleines Blüschen aus so einem Muslin mit hier so ein bisschen Rüschen. Ganz locker, luftig, gut für den Sommer, aber eben halt für so schickere Anlässe würde ich es anziehen. Hochzeiten, Geburtstag oder so, Taufe, sowas. Hier eine lange Hose. Kann man unten auch umkrempeln, wenn man möchte. Und die Taschen, guckt mal, wie schön die hier nicht bestickt, aber mit Rüschen verziert sind. Und innen, der Stoff ist einfach so kuschelweich. Das ist wie so ein Pulloverstoff. Hier ist nochmal die Firma. Lefje, das heißt übrigens Liebling oder Schatzi. Hier ein süßes, süßes kleines Top mit so Fransen vorne dran. Ist so ein bisschen so Bohemian Style. Kann man hier auch an den Trägern verstellen, je nachdem, wie groß das Kind ist. Ich habe jetzt hier alles in 98, 104. Ja, sie trägt es sehr gerne. Momentan haben wir noch nicht die langen Klamotten angezogen, weil es, ja, ich weiß nicht, ich will die nicht so versauen und hebt die für was Schickeres auf. Und es ist auch momentan ein bisschen zu warm für so dicke Stoffsachen. Und noch ein kleines Röckchen mit einer Schleife vorne dran. Mega süß. Die beiden Sachen zieht sie momentan sehr gerne an. Und ich bin sehr, sehr, sehr froh, euch diese Sachen vorstellen zu dürfen. Guckt dort gerne mal vorbei. Ich blende euch den Rabattcode hier auch ein. Damit kriegt ihr noch mal ein bisschen Rabatt bei denen. Die haben jetzt auch einen Showroom in Münster. Wenn ihr in Münster wohnt, könnt ihr da gerne mal vorbei schlawinzern. Die haben auch Spielzeug und Geschirr für Kinder. Also ganz, ganz, ganz süßer kleiner Laden. Hörster Straße ist der. Bevor ich aber jetzt die Kleider färbe, mache ich mir jetzt was zu essen. Und mein Shake. Ich habe hier gerade noch den Müll von eben, weil ich ja hier geputzt habe. Das muss ich alles noch mit runternehmen.
Jetzt ist immer so, Freitag ist immer so mein Tag. Huch, da ist Tani bei der Tagesmutter, ich muss nicht arbeiten. Und dann kann ich hier im Haushalt ein bisschen voran machen, was so über die ganze Woche liegen bleibt. Hier unten habe ich noch gar nichts gemacht, das kommt noch. Hier unten sieht es aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Voll geil, meinte ja letztens jemand auf Instagram, hat mich angeschrieben, meinte, dein Wohnzimmer ist unordentlich. Du siehst aus wie eine herzlose Frau. Ändere deine Lebensweise. Alles klar, Chef, ich ändere meine Lebensweise nicht. Und, was ich auch momentan mache seit ein paar Tagen, da ich ja morgens nichts essen kann und ich wach auf und ich habe ultra Hunger, damit ich den Morgen so ein bisschen überbrücke bis mittags, mache ich mir jetzt immer in so einem Shaker Wasser, Minzblätter, Zitrone. Aber ich hatte immer erst frisch gepresst, aber jetzt sind mir die langsam ausgegangen. Jetzt habe ich hier so ein Pülko, das ist so Zitronenkonzentrat, hochdosiert, also pur. Und Zimt da rein für die Süße. Und davon trinke ich jetzt so 3-4 am Tag. Und es ist mir wirklich, ich bin alle 20 Minuten auf Klo und muss pischern. Vielleicht kommt auch deswegen so dieser Umschwung, dass es jetzt mit den Kilos ein bisschen besser klappt, dass die runtergehen. Weil man ja bekanntlich, wenn man viel trinkt, auch besser abnimmt. Das weiß ich alles, aber ich wende das nie an. Also ich bin so ein richtig schlechter Trinker und muss mich da mal zu zwingen. Aber jetzt gerade habe ich Durst. Jetzt will ich wirklich was trinken. Einmal so. Und das fülle ich jetzt auf mit Wasser. Prosti! So, das ist heute mein Mittagessen. Feldsalat mit Spinatblättern, ein paar Oliven, getrockneten Tomaten. In der Dose war noch so ein kleiner Mozzarella-Ball und drei Scheiben von so einem Grillkäse. Mega lecker. Ja, und eben halt, wie gesagt, mein Wasser. Ich habe hier gerade die ganzen Jacken ausgemistet, also die Sommerjacken lasse ich quasi hier noch hängen und meine Sportjacke und habe die ganzen Winterjacken abgehangen, aber dabei ist mir der Haken abgebrochen. Eigentlich sind das so lange Haken wie hier. Oh, und dann hat es auf einmal ganz noch geknallt und bing, lagen alle auf dem Boden. Ich glaube, wir haben immer noch zu viele Jacken hier hängen. Das gefällt mir gar nicht, aber wir haben eben halt auch nur ein sehr, sehr kleines Haus und das ist hier immer so eine Schmuddel, nicht Schmuddelecke, aber so unruhig, weil wir hier eben halt alles hinpacken. Jacken, ihre Fahrräder, Roller, ihre Regenjacken. Hier stehen die ganzen Schuhe meistens so rum und wenn ich die nicht gerade aufgeräumt habe, sieht es eigentlich immer so aus. Naja, aber es ändert sich ja bald. Oh, ich habe gerade zum ersten Mal unseren Teppich gewaschen. Das war so ein 100% Wolle-Teppich von Ikea. Und ich bin gespannt, weil da stand kein Schild drauf, ob man den waschen darf. Jetzt habe ich es einfach mal gemacht. Mal schauen, was daraus geworden ist. Oh je. Total verknittert. Ei, Kopf gestoßen. Oh Gott. Hänge ich da drüber? Oh Gott, ist der schwer. Da liegt eine Tonne. So, frisch geduscht, will ich jetzt meine Kleider färben. Das ist einmal dieses hier von ASOS und einmal dies hier. Wie sie angezogen aussehen, seht ihr im letzten Tall and Curvy Live Try-On Haul. Das eine hier ist aus Viskose und Elastan. 95% Viskose und 5% Elastan. Da weiß ich nicht, ob das mit dem Färben klappt. Ich probiere es einfach aus. Und dies hier, das ist so eine englische Spitze. Mit so ein bisschen Rüschen, so ein bisschen romantisch. Das ist 100% Baumwolle. Und ich habe mich jetzt bei diesem hier entschieden, dass ich das jetzt in diesem hellblau mache. Und bei dem in so einem olivgrün, khaki. Aber bevor wir jetzt ans Kleiderfärben gehen, wollte ich jetzt nochmal eben euch ein bisschen aufklären, denn ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet und dachte mir, jetzt komm, jetzt, ich kann es jetzt nicht so im Raum stehen lassen. Außerdem habe ich es auf Instagram auch schon mal so ein bisschen
ja, die Bombe platzen lassen. Jetzt ist einfach mal hier, ne? Butterweide Fische, weil ich auch weiß, wie gesagt, dass viele hier kein Instagram haben. Ja, wollte ich euch nochmal aufklären, was denn gerade bei uns so abgeht. Es gibt nämlich ein paar News. Nein, keine Baby-News, ich bin nicht schwanger. Was auch schön wäre, aber das bin ich nicht. Und zwar bauen wir ein Haus. Wir bauen noch kein Haus, wir wollen ein Haus bauen. Also es ist gerade alles so in der Vorbereitungsphase. Seit Wochen schwebt hier so ein ganz, ja, schönes, komisches Gefühl und ja, so eine ganz komische Stimmung in der Luft. Josephine, kann ich euch gerne nochmal hier unten verlinken, die hat das letztens so beschrieben. Die wollen nämlich auch irgendwie ein Haus bauen, keine Ahnung. Auf jeden Fall meinte sie, das ist so ein bisschen wie verliebt sein. Und ich finde, das trifft den Nagel so auf den Kopf. Das ist so eine, man ist nochmal so wie frisch verliebt, weil man jetzt irgendwie so ein großes Projekt vor sich hat. Deswegen bin ich auch momentan so viel unterwegs, weil wir haben 1000 Termine, wirklich. Das ist, wir haben mehr Termine. Also ich habe mir das nicht so krass vorgestellt, diese ganze Planungsphase. Termine mit der Bank, Termine mit dem Architekten, Termine mit dem Baugebietsherren, Termine mit Küchenbauern. Warum jetzt schon die Küche? Weil wir müssen ja auch gucken, ob, wenn wir dieses Haus so bauen, wie wir das wollen, müssen wir gucken, ob wir überhaupt preislich mit den ganzen Sachen klarkommen. Deswegen müssen wir jetzt schon mal die Küche planen, bevor das Haus überhaupt abgesegnet ist von der Stadt und so, um zu gucken, ob das überhaupt alles klappt. Und warum haben wir jetzt schon das Haus geplant? Wir haben ja das Grundstück noch gar nicht. Das ist alles so, ich will jetzt gar nicht zu tief ins Detail gehen. Dann mache ich nochmal ein extra, so ein Laber-Video drüber. Da erkläre ich auch nochmal ganz genau, wo wir hier gerade wohnen, was das mit dem Turm auf sich hat, mit dem blauen Häuschen, mit den Ferienwohnungen. Da fragen mich nämlich auch immer ganz viele, ich komme bei dir gar nicht mehr mit. Kannst du mich nicht mehr aufklären? Dann mache ich einfach mal ein komplettes Laber-Video über unsere Situation hier, was wir hier momentan immer alles am Bauen sind, weil ich habe das Gefühl, ich zeige immer so viele Fortschrittvideos von irgendeinem Gemäuer, dass ich schon verstehen kann, dass ihr da nicht mehr so ganz hintersteigt. Auf jeden Fall gehe ich jetzt hier nicht krass ins Detail, sondern wollte euch nur mal eben mitteilen, mal eben so, wir bauen ein Haus. Nein, also es ist schon aufregend und wie gesagt, wie verliebt sein. Und wir haben jetzt die Baupläne mit dem Architekten soweit fertig. Die wurden letzte Woche eingereicht. Und jetzt heißt es 2 Monate lang zittern und warten, ob sie genehmigt werden. Und nur dann kann es vorwärts gehen. Nur dann können wir auch das reservierte Grundstück, was wir noch nicht gekauft haben, denn wenn das Haus nicht abgesegnet ist, brauchen wir auch kein Grundstück kaufen. Deswegen warten wir jetzt einfach nur auf die Zusage, dass wir das Haus so bauen dürfen, wie wir wollen. Da gab es auch einige Hindernisse bei der Planung. Ich habe mir mal so mein Haus vorgestellt, keine Ahnung. Man hat ja so einen Traum im Kopf, den man nicht so wirklich aufs Papier bringen kann, aber man hat so ein bisschen sowas im Kopf, wie man gerne leben würde. Und das alles, das verpufft alles so mit der Planung, weil man einzig und allein das Haus dem Grundstück anpassen muss. Es ist auf jeden Fall alles hier mega interessant und die ganzen Termine auch. Also ich finde das mega interessant. Ich habe jetzt schon 3-mal waren wir beim Küchenbauer, 4-mal beim Architekten. Jetzt haben wir nächste Woche den Banktermin. Drückt uns die Daumen, dass es genehmigt wird. So, weiter will ich auch gar nicht labern. Palom, palom. Ja, die Neuigkeiten sind jetzt verkündet und jetzt geht's ans Kleidchen färben. Also ich habe mich jetzt für diese beiden entschieden und ich lese gerade, dass da auch drauf steht hier Coton, Linsois und Viskose. Also das müsste klappen mit dem Viskose-Kleid. Schwierigkeit hierbei könnte werden, dass es Farbe ist für die Waschmaschine. Also das sind so eine Patronen quasi, die man in die Waschmaschine reinlegen muss, aufgeschnitten. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das einfach so machen kann, aber ich probiere es einfach. Komm, ne? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Dafür habe ich mir jetzt hier so einen Eimer Wasser voll gemacht und packe die jetzt da einfach rein. Wir werden sehen, was passiert. Und dann geht es los. Zum Glück habe ich schwarze Sachen an, weil ich weiß ganz genau, wie das hier endet. So, jetzt noch fix
Und das Salz dazu. Auch geil mit so einer kleinen Baby. Nagelschere. So. Und jetzt, wie rühre ich um? Mit einem Schnorchel. Was sonst? Ich hoffe, es gibt keine Flecken in der Badewanne, ey. Hier sind überall jetzt grüne Flecken. So. Wo ist das Kleid? So, hier ist das Kleid. Ich habe es gerade ein bisschen nass gemacht, damit sich nachher die Farbe so ein bisschen hochzieht, weil wir wollen ja so ein Degradé entstehen lassen. Ich hoffe, das klappt. Es hat ja schon mal geklappt, ne? Weil ich erinnere mich nicht mehr so genau. Oh, jetzt fängt sie schon an. So, einmal rein damit. Bis ungefähr, ja, so. Und jetzt ziehe ich das so quasi nach und nach langsam raus. Mal kurz gleich, gleichmäßiger. So. Jetzt lasse ich das hier quasi, lasse ich den einfach so hängen. Und dann ziehe ich das eben halt nach und nach raus, damit sich das Grün halt immer ein bisschen, ein bisschen dunkler wird. Schnorcheln hier. Und jetzt lasse ich den unteren Rest nochmal so ein bisschen darin einweichen für, ich muss mal lesen, für ein paar Minütchen und dann hole ich es raus. Das ist jetzt nicht so die Farbe, die ich mir erhofft hatte. Also oben ist es schon so leicht grünlich, aber unten ist es einfach nur kackbraun. Man könnte meinen, ich hätte Durchfall gehabt und die Scheiße zieht sich hoch. Oder? Ich warte mal, wie es aussieht, wenn es trocken ist. Aber Leute, wenn die Farbe jetzt olivgrün gewesen wäre, hätte es auf jeden Fall geklappt. Ich glaube, ich muss noch mal eine nehmen, die nicht für die Waschmaschine ist. Und dann mache ich das einfach noch mal in Olivgrün. Oder ich mache es jetzt hiermit einfach in Schwarz drüber. Eigentlich an sich habe ich ja nichts gegen braune Klamotten, aber hier sieht es gerade echt etwas komisch aus. Ich hoffe, beim blauen Kleid wird es besser. Ja, nennen wir das Kind mal beim Namen. Es ist ein klassischer Fail. Kann passieren. Ich meine, das Degradé ist ganz gut gelungen, aber eben halt die Farbe nicht so. Kann sein, dass es eben halt daran liegt, dass es eine Waschmaschinenfarbe ist und nicht so eine, die man hier eben fix im Eimer machen kann. Bei der wird es eventuell ähnlich, wobei blau schon mal eine andere Nummer ist als braun. Durchfallbraun. Zweiter Versuch. Azurblau. So, das sieht jetzt von der Farbe schon mal sehr, sehr schön aus, finde ich. Aber ich habe Angst, dass wenn ich es gleich auswasche, wie hier passiert, dass das eventuell nicht so die Farbe ist, die ich mir wünsche. So. Also bei dem Blau scheint es zu funktionieren. Ich finde es auf jeden Fall sehr schön. Es kann jetzt natürlich sein, weil das ja die gleichen Marken sind von Ideal, dass das bei dem auch nicht geklappt hat, weil das eben halt Viskose und kein Baumwollstoff ist. Oder es liegt eben halt ja an der Farbe selbst. Also dass dieses Olivgrün wird ja eben halt aus Braun gemacht und dass dann dieses Oliv nicht so gut gehalten hat, kann ich mir auch vorstellen. Naja, auf jeden Fall, wenn ihr das nachmachen wollt, greift eher zu Blautönen und ich kann mir auch vorstellen, dass das mit Rosa oder mit diesem Pink, mit diesem Fuchsia-Ton ganz gut aussieht, dass es dann so hellrosa ins Dunkelrosa reingeht. Und ich habe, was ich hier noch anders gemacht habe, ich habe nicht die ganze Packung ins Wasser gekippt, sondern nur die Hälfte und habe jetzt unten, damit es dunkelblauer wird, quasi nochmal den Rest der Packung zugekippt und hoffe, dass es jetzt damit besser klappt.
Ich habe gerade Tiny von der Tagesmutter abgeholt. Die war ja heute den ganzen Tag da. Und jetzt sind wir noch bei den Großeltern. Ihre Cousins sind auch da. Mit denen spielt sie jetzt noch ein bisschen im Garten und schaukelt mit denen. Der eine ist auf dem Trampolin. Und ich kriege ja immer meine ganzen Pakete hier an dieser Adresse, weil wir nicht so eine große, einen großen Briefkasten haben. Und habe ein Paket bekommen von Trend Raider. Wie jeden Monat. Tada! Hier ist es. Hier liegen erstmal die drei großen Zucchinis drauf aus dem Garten hier. Und zwar, und ich habe auch gerade schon so ein bisschen was genascht hiervon, von diesem Snack, Mandel Cranberry Mix. Also es sind sehr viele Cranberries drin, so ein paar Mandeln. Mega lecker, ungesalzen, ungesüßt. Und war genau das Richtige gerade zum Nachmittagssnack. Ich habe schon fast diesen hier aufgemacht, konnte mich aber wieder zurückhalten. Von Loops hatte ich schon mal so einen Riegel, so einen Fruchtriegel in so einer Kiste hier. Salted Karamell. Also ich glaube, der wird auch noch in meinem Magen wandern, aber nicht jetzt. Nicht heute, nicht jetzt. Das Thema der heutigen Box ist Wild Adventure. Letztes Mal war es ja Ocean Breeze. In der nächsten, im Juli, Summer Nights. Genau, Summer Nights. In der sind wieder einige Highlights drin. Habe ich gerade schon, wie gesagt, reingeschaut. Und ein Highlight ist auf jeden Fall das Vitamin C Serum von Jungglück. Ich habe ja letztens in der letzten Box auch ein Serum gehabt, aber was auch super funktioniert. Aber ich habe jetzt über Instagram und sowas so viel von diesen Jungglück Produkten gesehen, dass ich das unbedingt mal ausprobieren wollte. Das ist auch ein Highlight. Deo ohne Aluminiumsalze. Und das riecht so gut. Moment, jetzt rufen sie mich. Was ist los? Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi? Was? Ja, mach doch. Ja, da musst du jetzt durch, mein Schatz. Will nicht barfuß über den Garten laufen. Was ist denn jetzt? Es gab gerade einen kleinen Zwischenfall. Tiny hat sich einen Splitter in den Fuß gehauen. Die lief nämlich barfuß da auf den Blättern rum, auf den trockenen. Und jetzt hat sie einen Splitter im Fuß und kann nicht mehr laufen. Jetzt wird sie von ihrer Oma nach Hause gefahren mit dem Auto. Ich laufe und zeige euch den Rest der Box zu Hause gleich. So ist es. So, wieder zu Hause und jetzt kommen die restlichen Teile. Wie gesagt, das Deo ist ohne Aluminiumsalze. Und riecht super lecker, also wirklich nach Limette. Dies hier ist Expressreis von Nature Company. Das kannte ich noch nicht. Koffein, Kakao, Apfelstrudel. Dann hier noch einmal Naturkosmetik. Das ist so ein riesen Seifenstück. Handmade sogar. Zwei Haargummis von Trend Raider selber. Mega süß. Ich stehe momentan voll auf diese riesen Fluffy-Dinger wie aus den 90ern. Kommt der gerade wieder zurück, vor allem die in Samt. In so krassen Farben, pink, lila, grün. Dann haben wir hier, da freue ich mich schon sehr drauf, das ist ein Trockenshampoo. Und es riecht, ey, könnte man Geruch online verschicken. Das riecht so gut. Ach, das riecht nach, auch so ein bisschen nach Limette, glaube ich. Na, es riecht wie Mojito auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr lecker. Und ich bin gespannt, ob es denn meine Haare auch, ordentlich wäscht und ob die danach schnell fetten oder nicht. Ich bin ja gerade sowieso immer auf der Suche nach gutem Alternativ-Shampoo ohne Mikroplastik und einen Vulkanbimmstein. Und dies hier, mega cool, für das Seifenstück, oder wir haben ja auch in der Küche, habe ich momentan hier auch so ein Seifenstück. So ein Magnet halt, Moment, da ist es, selbsterklärend. Da kann man halt jedes Seifenstück mit so einem Saugnapf sich übers Waschbecken hängen, hier so wie da. Und hier ist noch so ein Buch dabei, Geh doch deine Welt zu Fuß entdecken. Ein Anderswo-Magazin. Europa nachhaltig entdecken, da freue ich mich auch schon drauf. Diese Magazine, die man da reinpacken, sind mega cool. Also ich habe bis jetzt jedes komplett angeschaut. Das gibt, glaube ich, ganz gute Anreize, auch mal andere Länder zu entdecken. Das war die Unibox. Ich habe jetzt gerade mal das Teil hier ausgepackt. Sieht aus wie so ein Bierdeckel. Ziemlich starker Magnet. Und das klemme ich mir jetzt einfach mal hier in die Seife. So, so müsste es klappen. Ich zeige euch jetzt noch einmal ganz schnell die Kleider, die ich eben gefärbt habe, wie sie aussehen, wenn sie jetzt ein bisschen trockener sind. Die sind jetzt klar noch nass, aber je heller es wird, das Braun, desto schöner finde ich es. Und mittlerweile habe ich mich, glaube ich, damit angefreundet, mit diesem Braun.
sieht ganz cool aus. Sieht so ein bisschen sandig, wüstenmäßig aus. Moment. Hier seht ihr einmal das Blaue. Finde ich mega schön geworden. Also das Blau finde ich auch richtig cool. Und ich glaube, dadurch, dass ich die nachher nochmal ein bisschen Farbe unten in den Eimer gekippt habe, ist es deswegen auch echt nochmal dunkler geworden. Mega cool. Damit bin ich sehr zufrieden. Und das andere, Moment. Und mit dem bin ich jetzt auch richtig doll zufrieden. Also eben sah es für mich im sehr nassen Zustand jetzt nicht so cool aus. Aber jetzt, wo ich es ausgewaschen habe und so, finde ich es echt schön. Ich finde auch so mit den Farben, mit Goldschmuck und so kombinieren. Natürlich müssen die Taschen jetzt rein, aber ja, ich glaube, ich lasse es so. Ich glaube, ich färbe es nicht über, ich lasse es so. Finde ich mega schön. So, und hier nochmal im Vergleich. Mega schön. I like it. Bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ja, und mehr erzähle ich euch heute auch nicht mehr, weil ich glaube, der Vlog ist schon wieder viel zu lang. Das heißt, nicht vergessen zu abonnieren. Glocke drücken, dann verpasst ihr auch kein Video mehr von mir. Auf Instagram, macht euch Instagram und abonniert meinen Instagram-Account. Und dann würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Adios, au revoir, tschüss mit euch.